Hallihallo meine lieben Mitzocker und Mitzockerinnen und herzlich willkommen hier zur nächsten Folge Secret of Mana mit mir, dem guten Utok aufs Brot. Wir sind gerade auf dem Rückweg zu Aquaria und Nanu? Im Schloss? Gegner? Da stimmt irgendwas nicht. Woran mag es liegen? Wir haben in der letzten Folge den Mana-Samen an uns gebracht und wollen ihn jetzt zurückbringen. Kann es eventuell sein, dass durch diesen Mana-Samen, also durch den fehlenden Mana-Samen, yay, Toki, Level Up, hier der Schutz vom Wasserpalast irgendwie aufgehoben ist? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist irgendwas anders. Wir werden jetzt mal schauen, was hier los ist. Ich denke mal, am besten finden wir das raus, indem wir reingehen. Poseidon-Kröte. Aber natürlich räumen wir vorher noch draußen die Gegner weg. Aue! Wenn die mal aufhören, uns anzuspucken. Rotzpiranha, ja, passt ja. Autsch. Er hat mich angerotzt. Ist ja ekelhaft. So, können wir jetzt mal reingehen? Vielen Dank. Mach auf das Tor. Auch hier drin sind Gegner. Kraftwasser. Geht's noch? 240. Ordentliche Heilung, hä? Ah, das kam zu spät, du kleines Mistvieh. Auf in den nächsten Raum, mal gucken, wie es da aussieht. Ja, was ist denn hier los? Aquaria, renn schnell weg! Wen haben wir denn da? Gestatten? Ich bin Markus vom Imperium. Gib mir sofort den Samen oder Aquaria muss sterben. Nein, tut es nicht. Was macht ihr? Aushändigen oder wegrennen? Ich würde sagen, wir händigen das Ding aus und machen die am Platt. Guter Junge. Endlich haben wir den Samen. Jetzt können wir das Siegel brechen. Das wagt ihr nicht. Soll ich euch etwas Lustiges erzählen? Der Jabberwocky! Ihr werdet jetzt sterben. Jabberwocky. Kuckuck. Esther ist bewusstlos. Schlammbombe! Teilen aber hier schon ordentlich aus. Ach, und erstmal ein Bonbon. Ja, also. Autschen. Oh, nein, 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 nein. Nicht sterben, Bärbel. Nicht sterben. Sterben ist ungut und keine Option. Warum treffe ich mit dem doppelt aufgeladenen nicht? Das gibt's doch überhaupt nicht. Heilen und die Olle macht mal nochmal eine Schlammbombe. Auf Jabberwocky natürlich. Autschen! Ist doch gar nicht angegriffen. Au, au, au! Oh, heilen. Ganz schnell heilen. Da ist Bärbels Zauberlevel gestiegen.
Autschen. Hör doch jetzt mal auf. Lass mich doch mal aufladen. Okay, ein Kopf ist schon mal futsch. Noch eine Schlammbombe drauf. Und sie heilt mal nochmal. Kraftwasser. Ab dafür. Sehr schön. Das war ein guter Treffer. Oh. Die sollte sich nochmal heilen. Ah, und ich sollte mal treffen. Die muss hier direkt nochmal heilen. Und wir brauchen noch eine Schlammbombe. Nein, haben wir kein MP mehr. Dann halt dieses komische Efeu-Gedöns. Oh, lass mich hoch. Wieder daneben. Yes, das war einmal ein Jabberwocky. Übrigens in dem Film der Neuverfilmung von Alice im Wunderland, wenn ich mich nicht ganz täusche, kämpft sie doch da auch gegen den Jabberwocky. Da hat er allerdings nur einen Kopf. Und weiter geht's. Bogenorb erhalten. Schon wieder? Wir haben doch eben erst einen Bogen verbessert. Okay. So, dann gucken wir mal, wie es Aquaria geht. Aber erstmal mit Victorin. Fürs Erste haben wir die Truppen des Imperiums aufgehalten. Keines der Monster, das sie nach Pandoria geschickt haben, ist noch am Leben. Das hier habe ich übrigens gefunden, müssen sie verloren haben. Peitschenorb. Yes. Ausgezeichnet. Toki, die Zeit rennt uns davon. Ich werde schon einmal nach Hause gehen und dort nach dem Rechten schauen. Denk dran, reaktiviere erst dein Schwert, um die Mana-Festung zu bezwingen. Das Kanoni-Reisebüro am Quelldorf kann dich ins Hochland befördern. Benutzt das Schwert, um den Mana-Samen wieder zu versiegeln. Jo, machen wir das. Bing! Bing! Kraft des Samens erhalten. So. Dunkle Mächte sind hinter den Mana-Samen her. Um sie zu besiegen, musst du zuvor das Mana-Schwert reaktivieren, indem du die 8 Paläste dieser Welt besuchst und dort die Mana-Samen mit dem Schwert berührst. Gehe zunächst auf den Schicksalsberg, um dort Luna zu treffen. Er hilft dir weiter. Hm. 8, ja, Samen versiegeln. 8 Orden sammeln, kennt man vielleicht eher aus den heutigen Games. Vertrautes Spielprinzip. Ihr seht, das gab es schon vor Pokémon. Jetzt sollten wir aber vorher noch zu den... zum Elfenteich, zum Elfen... Ja, wir gehen durch die Abkürzung hier noch zum Elfenteich. Und werden da noch unsere Waffen verbessern, bevor wir dann mit dem Kanoni-Reisebüro auf ins Hochland fliegen. Bau! Kaputt. Ja, hier sind wir richtig, okay. Komm, Putti Putti. Komm, Putti Putti. Durch die abgeschlagenen Köpfe. Und da müssen wir durch. Wolltest du mich gerade anschießen? Ich hoffe nicht. Wow, wir haben erreicht Level 17. Sehr gut. Weiter im Text, da ist keine drin, da unten aber. Hallo, oh sogar zwei.
Die Frage, wie lange noch? Und das war's. Sehr schön. Die Popelratte ist besiegt. Lange lebe die Popelratte. So, jetzt sind wir schon wieder hier. Oh, zwei Stück auf einmal. Na. So. Ja, kommt schon. Ach, immer diese Ollen. Downstairs. Upsala. Upsalalalala. Hitboxen, die sind teilweise so grottenschlecht. Du musst echt genau im richtigen Winkel oder Abstand zu denen stehen, sonst triffst du die nicht. Das ist geil. Vor allem bei Endgegnern ist das ziemlich scheiße. Kommst du? Dankeschön. Ach, da ist ja noch eine. So. Auf zum Birdie. Trap, 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 trap. Welche Waffe soll erneuert werden? Das wäre Kurzbogen, Langbogen und die Wurmpeitsche wird zur Kettenpeitsche. Das ist jetzt wirklich der Bogen und die Peitsche. Momentan die am weitesten verbesserte Waffe. Jetzt müssen wir nochmal die zwei Etagen nach hoch dackeln. Ins Kanoni-Reisebüro. Da kommt Urlaubsfeeling auf. Und wieder voll daneben gemeiert, ist klar. Das. Ja, alle mitkommen. Wir bleiben zusammen. Team stick together. Kaputt. Jetzt haben sie aber echt extra viele hier. So, da werden wir noch den Pilz erledigen und dann im nächsten Bild nach rechts. So, sehr gut. Das ist auch ein guter Ort, um die Folge zu beenden. Dann reisen wir nämlich direkt am Anfang der nächsten Folge ins Hochland. Eigentlich ein ganz cooles Gebiet. Ich sag euch danke fürs Zuschauen, schreibt doch was in die Comments, lasst eine Bewertung da, ich würde mich wahnsinnig drüber freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bleibt cremig. Ciao!